Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal ein kleines Storytime. Ich bin gestern bei einer Freundin von meiner Mama gewesen und die hat ein Pferd und von dem bin ich runtergefallen, weil es sich erschreckt hat und gebuckelt hat kurz. Ich habe geschrieben. Aber das erzähle ich euch jetzt einfach in meinem so genannten Level Talk. Also, liebe Grüße gehen raus an Emily Stoneport. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an, in Moreland zu leveln. Ihr könnt gerne mitleveln oder einfach nur zuschauen. Ich fange jetzt einfach mal hier bei Loretta an. Ich habe gerade meinen Arm in einer Schlinge bzw. in einem Dreieckstuch. Deswegen bitte nicht wundern, wenn ich zum Teil ein bisschen desorientiert renne, weil ich kann nur mit einer Hand lenken, weil ja, die eine tut sonst weh. Okay, alles ging so an. Wir holten die Freundin von meiner Mama am Bahnhof ab und dann fuhren wir alle zu dritt zum Stall, zäumten das Pferd auf, alles war gut, wir führten es auf den Platz. Dann die Freundin von meiner Mama es noch longiert und dann durfte ich auch schon aufsteigen. Das ging alles gut. Also es war auch sehr toll und ein sehr braves Pferd, der Trab war auch mega angenehm. Jetzt aber zu dem eigentlichen Teil, nämlich meinem Sturz. Wie ist das gekommen? Alles war ganz normal, wirklich ganz normal. Nichts Ungewöhnliches oder so, keine Baustelle, gar nichts. Und auf einmal, es waren die letzten paar Runden. Sie hat gesagt, ja, jetzt machst du noch die letzten schönen Runden, ja. Und, dann ging es auch schon los. Da war schon dann kurz mal ein, Buckler-Bock-Ding drinne. Und da habe ich schon gespürt, dass es irgendwie ja nicht so läuft, so normal. Ich dachte mir da noch nichts dabei. Dann eine Runde. Und dann bei der zweiten Runde, wo sie das gesagt hat, dann, es waren die letzten 5 Runden, auf einmal spüre ich, dass unter mir das Pferd einen Satz nimmt. Und ich dachte mir so, was ist jetzt los? Ich wusste nicht, also ich habe in dem, also wo das Pferd gesprungen ist, habe ich mir noch überlegt, ob ich mich festhalten soll oder runterfallen soll. Ich habe mich dazu entschieden, einfach loszulassen und runterzufallen. Das Pferd war nicht gerade groß, aber auch nicht klein. Und wo ich dann runtergefallen bin, war ich zuerst still. Und, aber auch nur 5 Sekunden oder so. Und Ich habe nicht nachgedacht, ob hier noch ein Pferd ist. Normal mache ich das nie, weil ich das auch weiß. Ich gehe ja sonst auch reiten. Ich habe so geschrien. Ich habe so geschrien. Heftig, heftig. Und das Pferd war sowieso schon so aufgebracht, sage ich jetzt mal. Das hat mir richtig, richtig leid getan, dass ich da so geschrien habe. Ich wollte nicht, aber es hat so weh getan, mein Arm. Jedes Mal, also heute Nacht, ich habe im 3-Stunden-Takt geschlafen. Also ich habe 3 Stunden geschlafen und bin dann wieder aufgewacht. Bin dann nochmal eingeschlafen und dann wieder aufgewacht. Und das war, ich hatte so weh und jetzt auch immer noch. Wir haben zum Glück so Sprays, die machen das besser, dass ich nicht mehr so weh habe. Aber trotzdem, es tut einfach so mega weh. Ja, das war mein erster Sturz. Ich habe so geschrien, es hat so weh getan. Ich habe nur gesagt, mein Arm, Leute, ich habe nichts anderes gesagt, als mein Arm, mein Arm. Natürlich, ich bin auch hauptsächlich auf den Hintern gefallen, aber mein Arm, mein Handgelenk tat so weh in dem Moment, weil es war auch noch sehr, sehr kalt. Und wenn, kennt ihr das, wenn ihr kalte Finger habt und die dann irgendwo mit voller Wucht anschlägt, das tut richtig weh. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel von sehr weit oben runterfällt,
Ja, es war nicht so toll. Es tut jetzt auch immer noch weh. Aber ja, gibt Schlimmeres und ja. Wenn man reitet, muss man halt damit rechnen, dass man irgendwann mal vom Pferd fällt. Das war jetzt halt gestern, ja. Ich habe mir zuerst überlegt, weil ich konnte gestern nicht darüber reden, ohne in Tränen auszubrechen, weil mir einfach die Bilder wieder hochgekommen sind und es war, ja, nicht so toll. Aber ja. Der eigentliche Grund für das Video ist, ja, es werden deswegen vielleicht nicht so viele Videos kommen, einfach weil ich meinen Arm schonen will. Also bitte nicht wundern, wenn jetzt nächste Woche vielleicht nur ein Video bis gar kein Video online kommt. Es tut mir sehr, sehr leid, aber ich kann einfach nicht Star Stable spielen mit einem gefühlt gebrochenen Handgelenk. Ja, ich hoffe, ihr versteht das. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch reitet oder auch schon mal von einem Pferd gefallen seid. Ja, ich will das vergessen, aber ich glaube, das geht jetzt nicht so schnell. Ja. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal und das war jetzt halt, ja, gerade gestern. Zum Glück hatte ich einen Helm an und einen Rückenpanzer. Ja, sonst hätte es mich vielleicht noch schlimmer getroffen. Ja. Also ich werde, am Montag gehe ich normal immer reiten. Aber das wird jetzt, glaube ich, ja, demnächst nicht so sein. Weil heute haben wir Samstag, den 15. Jänner. Ja, ich glaube, das wird jetzt halt diesen Montag leider nicht so sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal für die 26 Abonnenten. Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Grüße gehen auch noch raus an Lim J, Maya und Lara Stielburg. Ich habe euch in den letzten zwei Videos immer vergessen zu grüßen, jetzt auch fast. Aber liebe Grüße gehen an euch raus und ich bin einfach so mega happy, dass ich jetzt schon die 26 Abonnenten erreicht habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein kostenloses Abo da und einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen und bis bald. Tschüss. Ich habe gerade gesehen auf YouTube, dass ich jetzt doch schon die 27 Abonnenten habe. Ja, dafür noch ein riesengroßes Dankeschön an alle, die mich abonniert haben.